Papst Johannes Paul II. Hat bei seinem letzten Besuch in Krakau im Jahr 2002 die Basilika von Wojewniki geweiht. Und in seiner Predigt damals am 17. August wirklich ein Testament an die ganze Welt gegeben, dass er die ganze Welt, alle Menschen der Barmherzigkeit Gottes anvertraut hat. Und am Schluss hat er gesagt, seid Missionare der Barmherzigkeit. Viele haben das als einen Auftrag verstanden, den es umzusetzen gilt in die Wirklichkeit, in das Leben der Kirche. Und so entstand die Idee, die vielen Bewegungen, Gruppen, Initiativen, die es weltweit gibt, um die Verehrung der göttlichen Barmherzigkeit zu fördern, zusammenzusammeln in einem ersten apostolischen Weltkongress über die göttliche Barmherzigkeit. Und so entstand der erste Kongress, der verständlicherweise im Zentrum der Weltkirche in Rom stattfand. Die Basis von den apostolischen Weltkongressen über die göttliche Barmherzigkeit ist natürlich die Barmherzigkeit Gottes selber, das Zeugnis der Bibel, das Zeugnis der Heiligen und in ganz besonderer Weise das Zeugnis von Papst Johannes Paul II., der von Anfang an, vom Beginn seines Pontifikats an, mit der Enzyklika Dives in Misericordia, das Thema der göttlichen Barmherzigkeit gewissermaßen ins Herzen seines Pontifikats gestellt hat. Und bis zum Schluss war sein Pontifikat wie besiegelt, bezeichnet, gekennzeichnet von dem Thema der Barmherzigkeit Gottes. Es war sicher kein Zufall, dass er am Vorabend des Sonntags der Barmherzigkeit sein irdisches Leben in Gottes Hand zurücklegen konnte. Wir haben das, ich glaube alle, als ein ganz starkes Zeichen der Bestätigung Gottes gesehen, dass das Anliegen vom seligen Papst Johannes Paul II., alle Menschen mit der Botschaft der Barmherzigkeit Gottes in Berührung zu bringen, wirklich das Anliegen Gottes ist.